So Leute, da sind wir beim nächsten Video und dieses Mal zeige ich euch was richtig Cooles. Ich muss dafür vorher ein bisschen ausholen. Ich war letzte Woche, beziehungsweise letztes Wochenende um genau zu sein, auf einer Dodge-Konferenz in Karlsruhe. Das ist im Süden von Deutschland für die Leute, die es nicht wissen. Und wir waren dort beim Raid and Trade. Ich muss es ganz kurz erwähnen, ich werde den Namen nie öfter sagen. Dieses Video ist nicht gesponsert von denen. Ich möchte euch das freiwillig zeigen und habe auch nachgefragt, ob ich das darf und ich darf das. Und ich möchte euch das zeigen, weil wir haben was super Cooles gezeigt bekommen. Es ist in der Yu-Gi-Oh! Welt schon ein bisschen weiter verbreitet. Magic, Pokémon und so weiter eher weniger. Dementsprechend dachte ich mir, mache ich einfach mal ein Video darüber und zeige euch mal das Coole. Jeder von euch kennt diese Top-Loader. Nimmt man einfach eine Karte, ich nehme mal hier irgendeine Karte rein und schiebt die da mal rein. Jeder kennt die, damit versendet man relativ wertvolle Karten. Man hat gutes Plastik drumherum, es schützt. Ja, das ist Plastik. Die waren zeitweise schwer zu bekommen. Dementsprechend war es sehr schwierig, da dran zu kommen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass man die wieder kriegt, weil ich nutze die Teile ziemlich viel. Aber die Leute von Raid and Trade, lustigerweise fällt mir jetzt auf, dass ich hier auch von denen Toploader hatte, deswegen musste ich den hier im Video auf jeden Fall verbauen, haben sich da etwas einfallen lassen. Und zwar haben die gesagt, boah, wir kommen so schlecht an Plastik dran, ist eh kacke für die Umwelt. Wir zeigen euch was Cooles, wir machen was Cooles. Und zwar haben die hier Smart Guard erfunden. Smart Guard ist aus 99% recyceltem Material, made in Germany, bin ich direkt on point, und das sind Cardboard Toploader. Das ist eine relativ dicke Pappe, ähnlich dick wie das Plastik hier, und das ist Cardboard. Ihr seht hier auch schon Smart Guard Toploader mit dem QR-Code, recycelt, und dahinter steckt auch Raid and Trade. Also wenn ihr die scannt, kommt ihr auf die Facebook-Seite von denen, worauf ihr dann wieder auf die Internetseite von denen kommt. Das ist ein bisschen strange, aber okay. Ja, was haben wir? Wir haben einen Pappe-Karton, sag ich mal, der hier oben zwei Knickecken hat. Also wir können daraus wirklich eine dicke Lasche machen. So. Oder eine dünne Lasche. So. Weil hier in diesen Toploader könnt ihr eine Menge Karten reinfassen. Genau dasselbe könnt ihr natürlich auch mit diesem Toploader machen, ist aber hierbei etwas stranger als hierbei. Und ja, dementsprechend gucken wir uns mal an. Mir wurde gesagt, es können 12 Karten rein. Ich werde die jetzt erstmal ungesleeved 12 Karten nehmen. Hier habe ich so, das sind mehr, 13. Ihr 12 Karten nehmen, alle verschiedene Sachen, und werde die dort mal reinwerfen. Das ist schon, es ist eng. Aber man kriegt die hier mit der Lasche ganz gut zu. Aber das ist eng, gefällt mir persönlich nicht so. Ich würde ein bisschen runtergehen und würde sagen, hey, wir nehmen jetzt einfach mal nur so 2, 4, 6, 8 Karten. Also zwei Playsets, die man verschicken kann. Das geht sehr, sehr gut. Passt da rein, lässt sich zuklappen und kann dementsprechend so relativ easy verschickt werden. Macht auch an den Karten hier unten jetzt keinen Abriss. Ich werde so ein Ding gleich mal aufmachen, beziehungsweise jetzt mal aufmachen. Und wir gucken uns das mal gemeinsam an. Wir haben ein bisschen Pappe drumherum. Das ist sehr gut zugeklebt tatsächlich. Und hier unten haben wir leider Gottes genau dasselbe. Das heißt, da habe ich ein bisschen Angst vor. Wenn ich die Karten da so reintue, dass die sich hier unten so verkeilen auf diese Ecke. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht, weil das hier unten spitz ist. Wenn hier unten ebenfalls wie hier so eine kleine Lasche wäre und man dort das Ganze ein bisschen abhalten könnte und das ein bisschen dicker machen könnte, wäre das wahrscheinlich ein Improvement. Aber ansonsten, ja, ich weiß, ich zerstöre den gerade, obwohl der sehr, sehr cool ist. Es tut mir leid. Ist das sehr, sehr cool. Es ist mega stabil. Also auch, wenn ihr die Karten da drin habt, wie gesagt, die Karten, ich weiß nicht, wie es hier unten aussieht, ich glaube, vermute, dass die Karten nichts abbekommen, aber hä? Und wenn ihr das zu habt, könnt ihr das so in den Briefumschlag legen, weil, was soll passieren? Die Lasche kommt nicht auf, weil sie geht nicht auf, im Gegensatz zum Toploader, wo die Karten halt vor oben halt so rausploppen können, sind die hier halt, naja, wenn ihr den so in den Briefumschlag legt, drückt der Briefumschlag das Ding zu. Was soll da passieren? Das kann nicht wirklich aufgehen. Das finde ich ganz cool. Ich freue mich gerade, ob man das hier irgendwie... Nee.
Zumindest nicht mit 8K drin, oder? Doch, kriegt man. Nee. Das wäre noch cool gewesen, wenn man das irgendwie zumachen könnte, aber es kann man wirklich nur klappen. Aber auch das kein Problem. Wie gesagt, für mich ist halt dieses 99% recyceltes Material Hammer, weil Plastik. Und ich mag wiederverwertbares Material. Ja, was ich noch testen wollte, war, ich nehme jetzt mal hier irgendeine Karte. Es ist eine Pokémon-Karte, ja, ich weiß. Sleeve die einmal. Und auch mit Sleeve, ihr seht, da ist genug Platz dazwischen. In Sleeve werden wahrscheinlich nicht 12 Karten reinpassen. Aber das könnt ihr selber testen, das werde ich jetzt nicht testen. Ich finde die 12 Karten so schon sehr, sehr viel und würde nicht 12 Karten da drin transportieren, sondern eher so 8 maximal. Ja, das wollte ich euch zeigen. Die Dinger sind nicht teuer, wenn man sie runterrechnet. Da kosten sie, glaube ich, 10 Cent. Wenn man hiervon sich ein 25er Pack kauft für 2,99 Euro, kosten die, ich glaube, 11 oder 12 Cent. Für die Umwelt ist okay, kommt man dran. Made in Germany, man unterstützt ein lokales Unternehmen und derjenige kann die auch wiederverwenden. Nicht made in Germany, Plastik, ja, und nicht so cool. Weshalb ich jetzt am Anfang so ein bisschen dieses Haben das erfunden gemacht habe, ist, ich habe vor längerer Zeit, und zwar vor wirklich langer Zeit, von MTG Spot ein ähnliches Case bekommen, das allerdings hier unten, wie gesagt, diese Kante hat. Die verkaufen das Ding aber nicht. Das könnt ihr kaufen und selber benutzen. Das hier bekommt ihr, wenn ihr Karten bestellt. Und wenn ich jetzt hier hingehe, nehme da jetzt meine 13 Karten in dem Fall, lege die rein, habe ich noch Platz. Ich habe keine Angst, dass die Karten unten eingequetscht werden, weil die eben nicht hier zusammengedrückt sind. Und ich kann die trotzdem schön zusammenklappen. Vorführeffekt. Deswegen das auch sehr, sehr cool. Problem hierbei ist, wenn ich das in den Brief mache, das kann hier relativ easy, ohne Problem, ohne dass es groß den Brief macht, aufgehen und rausgehen. Hier müsst ihr das auf jeden Fall noch richtig festtapen, auch hier noch eine Lasche drum tapen. Hier könnt ihr eben zuklappen. Ich weiß gar nicht, welchen habe ich jetzt benutzt, den zuklappen, in den Brief reintun, hier ein Stück Tesafilm drauf oder hier so ein Stück Tesafilm. Passt, reicht, hat Platz, wackelt. Fällt aber nicht raus. Genau, das ist so ein bisschen das, was ich sage, so, das könnte man noch ein bisschen verbessern, wenn man hier unten so eine kleine Lasche macht. Aber dann wird das wahrscheinlich wahrscheinlich auch teurer. So, jetzt sind sie raus. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wie gesagt, also ich finde die Idee davon recycelbares Material zu machen und damit wirklich Sachen zu verschicken, unendlich gut. Und ich weiß nicht, inwiefern diese harte Kante hier unten wirklich den Toploader beeinflusst. So oder so, ich wollte euch diesen Smart Guard mal zeigen, weil ich finde die Idee davon wirklich gut. Und ihr seht ja auch, das Material ist, es ist Pappe, ja. Wenn das nass wird, weicht das durch. Ja, das macht das Plastik nicht. Aber wenn das Plastik hier oben offen ist, hilft euch das genau gar nichts. Also wir haben schon etliche Argumentationen und jetzt auch bei uns in der Gruppe Diskussionen drüber gehabt. Also ich mit ein paar Leuten, die halt alle noch so ein bisschen, ja, hier noch und da noch. Hier ist noch ein negativer Aspekt. Und ich konnte die alle widerlegen, bis auf eben, dass man hier nicht nochmal so eine kleine Kante drin hat. Ansonsten ist das wirklich ein super geiles Produkt und ihr könnt euch das ja gerne mal auf der Seite anschauen. Wie gesagt, wie heißt die Seite? Facebook Smart Guard Top Loader ist die Facebook-Seite oder ihr schaut beim Raid and Trade im Shop vorbei. Ja, so viel dazu. Ich finde es großartig, dass immer mehr deutsche Firmen anfangen wieder zu produzieren, in Deutschland Dinge herzustellen und das nicht aus Taiwan oder sonst was. Manchmal hat so eine globale Pandemie auch was Gutes. Ist ja genau dasselbe, wie wenn jetzt hier Ultimate Guard ankommt. Ich habe zufällig noch einen hier liegen und sagt, hey, wir machen jetzt einen Return to Earth Boulder, indem wir wiederverwendbares Material bzw. wiederverwendetes Material benutzen und das passiert immer mehr. Alles made in Germany, alles super. Ich freue mich. Und ich würde sagen, wenn ihr irgendwie eine Erfahrung damit habt oder ich hier irgendwelchen Quatsch habe, erzählt mir das ruhig. Findet ihr das auch gut, dass das eben jetzt ein bisschen mehr zurück zur Erde geht und da eben ein bisschen mehr auf Recycling und sonst was geachtet wird? Oder sagt ihr, Plastik. Plastik schützt am besten. Was eine legitime Meinung ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.